Moin, Cowpokes. In diesem Video zeige ich mal wieder ein Beispiel dafür, welche ungeheure Masse an Details und kleinen Aufgaben in Red Dead Redemption 2 versteckt ist. Ich zocke das Game seit 2 Tagen nach Verkaufsstart. Das war Oktober 2018. Damit dürfte ich wohl einige tausend Stunden als Arthur Morgan und John Marston unterwegs gewesen sein. Und es gibt immer noch Dinge, die komplett neu für mich sind. Über das Thema für dieses Video bin ich in einem der sehenswertesten englischen Kanäle mit RDR2-Themen gestolpert. Also mal Shoutout für Strange Man. Ich habe den in der Videobeschreibung verlinkt, ein Besuch lohnt sich. Aber jetzt zu meinem Video. Wenn man in den Sümpfen im Süden unterwegs ist, kann man neben Alligatoren und Schlangen auch über kleine Vögel stolpern, die in Schwärmen in einigen Gebieten im Gras sitzen. Aber weil die so selten und so klein sind, übersieht man die Piepmätze leicht. Und das ist natürlich schade, weil mit denen eine Nebenmission verbunden ist, die echt merkwürdig ist. Darf ich vorstellen, da sind sie, die kleinen Lümmel, die Carolina-Sittiche. Diese Vögel gab es tatsächlich. Wikipedia berichtet dazu, dass die letzten lebenden Exemplare 1917 gesehen wurden und die Art dann 1938 für ausgestorben erklärt wurde. Doch zurück ins Spiel. Wenn man die Sittiche entdeckt und erlegt, wird eine merkwürdige Nebenmission angezeigt, in der man zu lesen bekommt, Fragezeichen übrig. Jagt man die weiter und hat 25 erwischt, gilt die Mission als erledigt und der Vogel als ausgestorben. Herzlichen Glückwunsch. Der Carolina-Sittich ist ausgerottet und dank Red Dead Redemption 2 wissen wir nun auch, wer schuld daran ist. Ich. Oder du. Oder vielleicht doch Strange Man. Naja, damit wäre das auch geklärt. Ich hoffe nur, jetzt kommt nicht einer und klebt sich an meinem Controller fest, um mich von weiterem Ausrotten abzuhalten. Einige Tipps noch. Die besten Plätze, um die Sittiche zu finden, sind diese beiden hier. Es kann ein ziemliches Geduldsspiel sein, die in mehreren Anläufen abzumorksen. Alle Methoden, die ich finden konnte, funktionieren eher schlecht als recht. Also macht es entweder ganz entspannt und spielt das Spiel in Ruhe durch, schaut gelegentlich mal nach, es muss halt nur tagsüber und sonnig sein. Oder ihr versucht, die Vögel gleich beim ersten Auffinden alle zu erwischen. Das ist gar nicht so schwer. Einfach eine Stange Dynamit an die richtige Stelle schmeißen und die auffliegenden Überlebenden mit einem Gewehr abballern. Fertig. Eine nette, kleine, versteckte Nebenmission, die man nicht für den Sieg über das Spiel braucht. Aber ein weiteres Beispiel, wie vollgepackt Red Dead Redemption 2 mit liebevollen Details ist. So, zum Schluss noch, bitte abonniert den Kanal, liked das Video und Kommentare sind auch immer erwünscht. Wer es möchte, kann meinen kleinen Kanal auch unterstützen. Links zu PayPal und Ko-fi findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten viel Spaß im Wilden Westen und bis zum nächsten Video. Outlaws Forever!